Der Reisende sah flüchtig auf den Mann hin. Er hielt, als der Offizier offen gezeigt hatte, den Kopf gesenkt und schien alle Kraft des Gehörs anzuspannen, um etwas zu erfahren. Aber die Bewegungen seiner wulstig aneinander gedrückten Lippen zeigten offenbar, dass er nichts verstehen konnte. Der Reisende hatte verschiedenes fragen wollen, fragte aber im Anblick des Mannes nur: Kennt er sein Urteil? Nein, sagte der Offizier und wollte gleich in seinen Erklärungen fortfahren, aber der Reisende unterbrach ihn. Er kennt sein eigenes Urteil nicht? Nein, sagte der Offizier wieder, stockte dann einen Augenblick, als verlange er vom Reisenden eine nähere Begründung seiner Frage, und sagte dann: Es wäre nutzlos, es ihm zu verkünden. Er erfährt es ja auf seinem Leib. Der Reisende wollte schon verstummen, da fühlte er, wie der Verurteilte seinen Blick auf ihn richtete. Er schien zu fragen, ob er den geschilderten Vorgang billigen könne. Darum beugte sich der Reisende, der sich bereits zurückgelehnt hatte, wieder vor und fragte noch: Aber dass er überhaupt verurteilt wurde, das weiß er doch. Auch nicht, sagte der Offizier und lächelte den Reisenden an, als erwarte er nun von ihm noch einige sonderbare Eröffnungen. Nein, sagte der Reisende und strich sich über die Stirn hin. Dann weiß also der Mann auch jetzt noch nicht, wie seine Verteidigung aufgenommen wurde? Er hat keine Gelegenheit gehabt, sich zu verteidigen, sagte der Offizier und sah abseits, als rede er zu sich selbst und wolle den Reisenden durch Erzählung dieser ihm selbstverständlichen Dinge nicht beschämen. Bisweilen sucht mich die Vision einer Stadt heim, einer großen Stadt, in der alle Sterbenden in ihren Wohnungen bleiben. In den oberen Stockwerken moderner Hochhäuser, in bewachten Siedlungen, die morgens veröden, um sich erst am Abend wieder zu bevölkern, durch dünne Wände abgeschirmt vom Straßenlärm, von der geballten Aggressivität moderner Metropolen, mitten im nie verstummenden Heulen der Stadt, mit dem Schein der Neonlampen in den erlöschenden Pupillen. Diese Vision habe ich, dass man nicht in Krankenhäusern, Hospizen oder Altersheimen stirbt, sondern in Häusern, in Wohnungen, die die meiste Zeit leer stehen. Man hat dort Probleme, einen Hund zu besitzen und auszuführen, wie sieht es dann erst mit Sterbenden aus? Jetzt sehe ich, wie sie in einem Flecken der Wintersonne auf der Veranda liegt. Sie hat ein gelbliches Fell, eine etwas dunklere Schnauze und Schlappohren. Da Paul in seinem Fahrwasser war, entwickelte er die seinen Federn entsprechenden Vorzüge. Sein Spott war weder scharf noch bitter, sein Benehmen war nicht hochmütig. Sein Verhalten Frauen gegenüber war, wie sie es lieben. Er trug weder zu viel Ehrfurcht noch zu viel Intimität zur Schau. Seine Eitelkeit zeigte sich nur in der Pflege, die er seinem äußeren Menschen angedeihen ließ, wirkte also nur angenehm. Er beobachtete Rangunterschiede, ließ jungen Leuten völlige Freiheit und verstand doch die Grenzen zu wahren. Obgleich er Pistolen und Säbel glänzend zu handhaben wusste, war er frauenhaft sanft. Dies wurde ihm besonders hoch angerechnet. Er war mittlerer Größe und neigte zur Fülle, ohne fettleibig zu sein. Wenn dies auch mit einer eleganten Haltung im Widerspruch ist, so war er doch der unbestrittene Löwe von Bordeaux. Sein weißer Teint, der von Gesundheit zeugte, seine schönen Hände, hübschen Füße, blauen Augen mit langen Wimpern, sein schwarzes Haar, seine anmutigen Bewegungen, seine tiefe Stimme, die sich in der Mittellage hielt und zu Herzen ging, all dies stimmte mit seinem Spitznamen überein. Paul war eine zarte Blüte, die sorgfältiger Pflege bedarf, die sich nur in feuchten und gutem Erdboden entwickelt und weder brennender Sonne noch starkem Frost gewachsen ist. Der Reisende hatte das Ohr zum Offizier geneigt und sah, die Hände in den Rocktaschen, der Arbeit der Maschine zu. Auch der Verurteilte sah ihr zu, aber ohne Verständnis. Er bückte sich ein wenig und verfolgte die schwankenden Nadeln, als ihm der Soldat auf ein Zeichen des Offiziers mit einem Messer hinten Hemd und Hose durchschnitt, so daß sie von dem Verurteilten abfielen.
Er wollte nach dem fallenden Zeug greifen, um seine Blöße zu bedecken, aber der Soldat hob ihn in die Höhe und schüttelte die letzten Fetzen von ihm ab. Der Offizier stellte die Maschine ein, und in der jetzt eintretenden Stille wurde der Verurteilte unter die Egge gelegt. Die Ketten wurden gelöst und stattdessen die Riemen befestigt. Es schien für den Verurteilten im ersten Augenblick fast eine Erleichterung zu bedeuten. Und nun senkte sich die Egge noch ein Stück tiefer, denn es war ein magerer Mann. Als ihn die Spitzen berührten, ging ein Schauer über seine Haut. Er streckte, während der Soldat mit seiner rechten Hand beschäftigt war, die linke aus, ohne zu wissen, wohin. Es war aber die Richtung, wo der Reisende stand. Der Offizier sah ununterbrochen den Reisenden von der Seite an, als suche er von seinem Gesicht den Eindruck abzulesen, den die Exekution, die er ihm nun wenigstens oberflächlich erklärt hatte, auf ihn mache. Er gehörte zu jenen Naturen, die mehr dazu geschaffen sind, Glück zu empfangen als zu schenken, die viel Feminines haben, die erraten und ermutigt werden müssen, für die eheliche Liebe etwas wie eine Vorsehung sein muss. Wenn solch ein Charakter im Zusammenleben mancherlei Schwierigkeiten bereitet, so hat er für die Welt nur angenehme Seiten. Im engen Provinzkreis hatte Paul große Erfolge. Sein Geist, der nicht blendete, sondern auf Nuancen eingestellt war, konnte hier besser als in Paris gewertet werden. Die Einrichtung seines Hauses in Bordeaux und die Instandsetzung des Schlosses in Lanstrac, das er nach englischem Zuschnitt änderte, verschlangen die Einnahmen, die sein Notar seit 6 Jahren für ihn erzielt hatte. Paul hielt sich, auf seine Rente von einigen 40.000 Franken angewiesen, für sehr vernünftig, als er sein Leben so einrichtete, dass dieser Betrag nicht überschritten werden durfte. Nachdem er seine Equipagen gezeigt, die vornehmsten jungen Leute der Stadt bei sich gesehen, sie zu Jagdpartien in sein neu hergerichtetes Schloss eingeladen hatte, begriff er, dass das Leben in der Provinz für ihn ohne Frau unerträglich sei. Vorläufig ist der Winter mild und schneelos, und sie kann auf der Veranda wohnen. Wenn der Frost kommt, wird es schlimmer. Die Hündin macht einfach dahin, wo sie liegt. Wenn sie einen guten Tag hat, liegt sie ein paar Meter zurück, aber oft macht sie einfach direkt neben ihr Lager. Übel kann man ihr das nicht nehmen, denn außer der menschlichen Berührung ist das Fressen die einzige Freude, die sie noch hat. Sie frisst leidenschaftlich und gierig. Aber damit sie überhaupt etwas riecht, muss man es ihr direkt unter die Nase halten. Auch dann schnuppert sie blind nach allen Seiten und trifft eher zufällig. Es ist also schwer zu sagen, ob sie bei so rudimentärem Geruchssinn noch Geschmack empfindet, oder ob sie sich einem ursprünglichen Reflex folgend einfach vollstopft. Deshalb fürchte ich mich vor dem Winter und dem Frost. Wir werden sie ins Haus nehmen und den Platz ständig sauber machen müssen, denn sie gibt keinerlei Zeichen, dass sie hinaus will. Sie hat aufgehört, Zeichen zu geben, wie sie die Fähigkeit verloren hat, hinauszugehen. Manchmal ärgere ich mich über sie, als wäre sie uns zum Trotz alt und gebrechlich geworden, aus lauter Bosheit. Ich gehe täglich viele Male an ihr vorbei, steige über den gequälten Körper, und es gibt Momente, in denen ich genervt reagiere, als würden zusammen mit ihrem Leben meine guten Gefühle zu ihr verschwinden. Darin liegt etwas Grausames, das nicht dem Willen unterliegt. Ich beuge mich hinunter und streichle sie. Was früher ein Reflex war, wird jetzt zu einer bewussten Tätigkeit. Ich schreibe das alles, weil ich zum ersten Mal den langsamen, langen Tod eines Wesens betrachte, mit dem wir jahrelang fast jeden Augenblick geteilt haben. Ich spreche mit Leuten darüber, die sagen, es sei am vernünftigsten, sie einzuschläfern. Das ist übrigens ein interessanter Euphemismus. Niemand sagt töten. Alle reden vom Einschläfern. Das heißt von etwas Sanftem und gleichsam Vorübergehendem. Ich weiß, dass diejenigen, die es tun, das Gefühl haben, sie würden das Leiden lindern,
es verkürzen und sich human verhalten. Auch mir ging das einen Moment lang durch den Kopf, doch wir haben beschlossen, dass es anders sein soll. Ich schreibe diesen Nachruf auf ein lebendes Tier, weil es mir zum ersten Mal gegeben ist, so lange systematisch und genau zu beobachten, wie ein lebendiges Wesen sich in einen gebrechlichen Körper verwandelt. Gerade läuft es gar nicht. Bis jetzt hatte ich immer das Glück, mir meine Geschichte nicht erkämpfen zu müssen. Die ersten Romane kamen zu mir. Es gab da viel Autobiografisches, was ich literarisch verzerren konnte. Ich habe sogar die Leute belächelt, die über Schreibblockaden klagten, ich hielt das für ein bisschen aufgeblasen. Aber das verändert sich, wenn man die Chance bekommt, hauptberuflich Autor zu sein. In Kürze muss ich mein nächstes Buch beim Lektor abgeben und ich hatte letztens schon die Hälfte des Manuskripts fertig, als ich festgestellt habe, dass sie nicht zu gebrauchen ist. Die Geschichte war diesmal zu nah an mir dran, vielleicht fehlte die Distanz. Im vergangenen Sommer besuchte mich meine 86 Jahre alte russische Großmutter, die ich 20 Jahre lang nicht gesehen hatte. Die 10 Tage, die sie bei mir war, waren so spannend und auch schräg für uns beide, dass mir klar wurde, ich möchte ein Buch über so etwas schreiben. Die Winde bringen einen schwarzen Abend. Die Wege zittern mit den kalten Bäumen, und in der leeren Flächen später öde, die Wolken rollen auf die Horizonte. Der Wind und Sturm ist ewig in der Weite, nur spärlich, dass ein Sämann schon beschreitet das ferne Land und schwer den Samen streuet, den keine Frucht in toten Sommern freut. Die Wälder aber müssen sich zerbrechen, mit grauen Wipfeln in den Wind gehoben, die Quellen losen. In der langen Schwäche und nicht mehr steigt das Blut in ihren Ästen. Der März ist traurig, und die Tage schwanken voll Licht und Dunkel auf der stummen Erde. Die Ströme aber und die Berge decket der Regenschild, und alles ist verhangen. Die Vögel aber werden nicht mehr kommen. Leer wird das Schilf und seine Ufer bleiben. Und große Kähne in der Sommerstille in grüner Hügel toten Schatten treiben. Ich skizzierte eine Handlung und schrieb los, um dann festzustellen, dass der Text viel schwächer als das reale Erlebnis war und als Roman nicht funktionierte. Er langweilte mich. Den Plot musste ich samt 100 Seiten wegwerfen. Und jetzt? Im Moment schaue ich viele Filme, um mich abzulenken. Vielleicht sollte ich einmal ein Rezept versuchen, das angeblich bei Impotenz helfen soll. Da sagt man Paaren, sie dürften auf keinen Fall. Eine Woche Schreibverbot. Vielleicht löst sich dann etwas bei mir. Ich betrachte die Hündin und denke an mich selbst und an alle Menschen, die sich langsam aus ihrer Hülle lösen. Wenn ich die Hündin betrachte, werde ich die Vision der menschlichen Sterblichkeit nicht los. Unser gelber, nutzloser Hund, er bellt nicht, schwänzelt nicht, wedelt nicht, zeigt keine Freude bei der Begrüßung, verwandelt sich in eine Sache, der man sich wird entledigen müssen. Ja, manche raten, man solle das bald tun, um sich selbst den Ärger und dem Tier die Qual zu ersparen. Schließlich wird sich nichts mehr ändern, die Situation ist nicht umkehrbar. Eine Sprotze und fertig. Das könnte ich sogar selber machen. Wenn es sein musste, schlachtete ich früher Schafe und Ziegen. Doch aus irgendeinem Grund werde ich den Gedanken an die Menschen nicht los, die an all den sorgsam verborgenen Orten liegen, die dem Sterben dienen. Diese Menschen sind nutzlos. Sie verschlingen Energie, Geld, Arbeit und rufen Ungeduld oder Gleichgültigkeit hervor. Er war noch zu jung, um sich für jene gewagten finanziellen Unternehmungen zu interessieren, in die sich die Provinzler zuletzt stets einlassen und auf die sie im Interesse ihrer Nachkommen glauben, nicht verzichten zu können. Es verlangte ihn daher bald nach jenen abwechslungsreichen Zerstreuungen, die zu den Lebensgewohnheiten der Pariser gehören. Ausschlaggebend
war jedoch nicht der Wunsch, seinen Namen fortzupflanzen, Erben großzuziehen, denen er sein Hab und Gut hinterlassen könnte, sein Haus zum Mittelpunkt der vornehmen Familien der Umgegend zu machen oder die Langeweile lockerer Beziehungen. Unmittelbar nach seiner Ankunft in Bordeaux hatte er sich heimlich in die Königin der Stadt, das schöne Fräulein Evangelista, verliebt. Wie soll man einen Sarg aus dem 8. Stock transportieren? Senkrecht im Fahrstuhl? Und dann, was ist mit dem Trauerzug im städtischen Verkehr? Im Stau zur Kirche, zur Kapelle und dann auf dem Friedhof? Mit Hupen und Blinken, damit die übrigen Trauergäste den Weg finden? Sie ist eine echte Promenadenmischung. Ihre Gene hatten offensichtlich viel Kraft, denn die folgenden Generationen kamen fast mit der gleichen sandgelben Farbe und den gleichen Klappohren auf die Welt. Ich stehe in meinem Wohnzimmer vor meinem bequemen Sessel und habe in Richtung Wohnzimmertisch fotografiert, auf welchem sich viele Dekorationsteile befinden. Im Vordergrund des Tisches ist ein Kristallherz mit einer roten Herzlampe und einem weißen Marmorherz, weiter links ein Miniaturboomerang aus Australien. Dahinter steht ein Kristallkerzenleuchter mit einer weißen Kerze, zusätzlich dekoriert mit einem blauen Blumenkranz.